Hören, Teil 2. Was sollen Sie tun? Sie hören Durchsagen, zum Beispiel am Bahnhof, am Flughafen, im Supermarkt. Zu jeder Durchsage gibt es eine Aussage. Sie hören jedes Gespräch nur einmal. Sie müssen ankreuzen, richtig oder falsch. Schritt 1. Lesen Sie vor dem Hören die Sätze genau. Beispiel. Ein Kilo Äpfel kostet 2,50 Euro. Richtig oder falsch? Schritt 2. Was ist die Situation? Unterstreichen Sie wichtige Wörter. Ein Kilo Äpfel. 2,50 Euro. Schritt 3. Sie hören jetzt den Text. Achten Sie auf die unterstrichenen Wörter. Situation. Durchsage im Supermarkt. Wichtig ist beim Hören der Preis. Beispiel. Liebe Kunden, heute ganz billig Äpfel neue Ernte. Das Kilo für nur 2,15 Euro. Birnen das Kilo 2,50 Euro. Bananen das Kilo nur noch 2,69 Euro. Die Aussage ist falsch. Äpfel kosten 2,15 Euro. Birnen kosten 2,50 Euro. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jede Durchsage einmal. 7. Herr und Frau Schmidt, angekommen aus Helsinki, bitte melden Sie sich sofort beim Informationsschalter in Halle A. Herr und Frau Schmidt, bitte zum Informationsschalter in Halle A. Acht. Der Zug nach Frankfurt fährt heute nicht um 13.20 Uhr, sondern um 14.20 Uhr. Ich wiederhole, der Zug nach Frankfurt fährt heute eine Stunde später. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nein. Liebe Kunden, es ist gleich 20 Uhr. Unser Kaufhaus schließt in 10 Minuten. Wir bitten Sie, zur Kasse zu gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Meine Damen und Herren, an der Kasse im Erdgeschoss steht ein kleiner Junge. Er findet seine Eltern nicht mehr. Sein Name ist Paul. Er ist 6 Jahre alt und trägt Jeans und ein blaues T-Shirt. Die Eltern von Paul sollen bitte ins Erdgeschoss an die Kasse kommen. Aufgabe 7, Schritt 1. Lesen Sie vor dem Hören den Satz genau. Familie Schmidt soll schnell in die Halle A kommen. Schritt 2. Was ist das Thema? Was ist die Situation? Unterstreichen Sie wichtige Wörter. Familie Schmidt soll schnell in die Halle A kommen. Schritt 3. Sie hören jetzt eine Durchsage. Achten Sie auf die unterstrichenen Wörter. 7. Herr und Frau Schmidt, angekommen aus Helsinki, bitte melden Sie sich sofort beim Informationsschalter in Halle A. Herr und Frau Schmidt, bitte zum Informationsschalter in Halle A.
Familie Schmidt. Herr und Frau Schmidt soll in die Halle A kommen. Bitte melden Sie sich in Halle A, schnell. Sofort. Aufgabe 8. Zug nach Frankfurt, 13.20 Uhr. 8. Der Zug nach Frankfurt fährt heute nicht um 13.20 Uhr, sondern um 14.20 Uhr. Ich wiederhole. Der Zug nach Frankfurt fährt heute eine Stunde später. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Der Zug fährt heute eine Stunde später. Um 14.20 Uhr. Aufgabe 8 ist falsch. Aufgabe 9. Noch kurze Zeit geöffnet. 9. Liebe Kunden, es ist gleich 20 Uhr. Unser Kaufhaus schließt in 10 Minuten. Wir bitten Sie, zur Kasse zu gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Unser Kaufhaus schließt in 10 Minuten bedeutet, es ist noch kurze Zeit geöffnet. Aufgabe 9 ist richtig. Aufgabe 10. Junge sucht seine Eltern. 10. Meine Damen und Herren, an der Kasse im Erdgeschoss steht ein kleiner Junge. Er findet seine Eltern nicht mehr. Sein Name ist Paul. Er ist 6 Jahre alt und trägt Jeans und ein blaues T-Shirt. Die Eltern von Paul sollen bitte ins Erdgeschoss an die Kasse kommen. Er, der Junge, findet seine Eltern nicht mehr bedeutet. Er sucht seine Eltern. Aufgabe 10 ist richtig.